Wunderbar. Promi-Geflüster. Wer drängt sich denn da wieder in die Kamera rein? Ich will gucken, ob sie läuft. Ach so, sie läuft. Läuft. Der Spaß hat er nie verloren und der Schlagerspaß, den macht er jetzt auch schon wie viele Jahre? Seit 2018. Wie viele Jahre ist das? Ich war nie der Mathematiker. Sechs Jahre. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und gehst und auf jedes Jahr fast 12 Sendungen. Ja, und gehst auf Tournee jetzt dann? Ja, wir sind ja schon auf Tour, auch seit 2 Jahren. Eigentlich wollte man das nur probieren. Ja. Haben wir gesagt, ja okay, dann lass uns 10 Dinger machen und dann schauen wir, ob die Leute das mögen. Mhm. Jetzt sind wir bei fast 100. Aber Zuschauer habt ihr keine mehr. Ja, Zuschauer, die bleiben gleich sitzen fürs nächste Jahr. So, jetzt wollte ich eigentlich so richtig eine schöne Anmoderation machen, aber durch das, dass die Kamera läuft, sind wir jetzt ein bisschen durcheinander gerannt. Andi Borg an meiner Seite. Ja, sehr gerne. Ja, erstmal hier bei den jungen Zillertalern dabei zu sein. Was bedeutet das für dich? Und was wünscht man den jungen Zillertalern zum Jubiläum? Das ist, ich gucke alte Krimis sehr gerne, unter anderem auch den Columbo. Und der hat mal behauptet, dass der Täter immer wieder an seinen Tatort zurückkehrt. Hier steht er. Ich war schon einmal hier, es hat geregnet und zu mir haben sie gesagt, da regnet es nie. Deswegen bin ich heute hier. Es regnet nicht. Noch nicht. Nee, das hält auch, das hält. Also okay. Gehen wir vom Guten aus. Und wenn wir jetzt wieder zurückrechnen, du hast, glaube ich, kürzlich auch Jubiläum gefeiert, 40 Jahre Adios Amor, gell? Ja, ist schon fast 42 oder mehr. Ja, die Zeit verrennt. Das wird mir jeder und jeder bestätigen, dass man sich am Ende des Tages immer fragt, wo sind die Jahre geblieben? Wir haben jetzt hier noch, halt, Andi. Ja, der heißt auch Andi, der betreut uns hinter den Kulissen. Ja, genau. Die sind ganz wichtig, weil so kriegen wir was zu trinken, so wissen wir, wo die Garderobe ist, wo die Bühne ist, wo wir aufpassen sollen, wo wir nicht aufpassen sollen. Alles. Genau. Ja, also 40 Jahre Adios Amor. Du hast mit einem Abschiedslied angefangen, eigentlich gleich wie die Niki. Servus, mach's gut. Ist das ein gutes Zeichen dann? Ja, scheinbar schon. Im Nachhinein muss man das bejahen. Ja. Das Abschiedslied war ein Willkommenslied für mich. Ja. Also da muss man jedem, der musikalisch anfängt, sagen, fang mit einem Abschiedslied an. Nein, das haut nicht immer hin. Das geht nur bei den ganz Verrückten, geht das. Sehr gut. Okay, was sind deine Pläne sonst so musikalisch? Was gibt es Neues zu erwarten vom Andi Borg? Nix. Und jetzt werden einige aufatmen. Gott sei Dank gibt es nichts Neues. Ich mache keine Experimente. In meinem Alter macht man das nicht mehr. Ich bin sehr... Was heißt sehr? Ich bin total zufrieden mit dem, was ist. Also warum soll ich da irgendwas anderes machen? Ich habe mein Instrument in meinem Hals, das ist meine Stimme. Und ich liebe den deutschen Schlager. Er klingt vielleicht ein bisschen zeitgemäßer als vor 40 Jahren, weil wir die anderen auch andere Instrumente, andere Sounds im Studio haben. Aber sonst würde ich da ungern was verändern wollen. Okay. Auch zwischen meinem Publikum und mir will ich nichts verändern. Nee, ich meine jetzt auch so, kommt ein neuer Tonträger. Ist da was in Planung? Ja. Wir haben gerade in einer Schule einen jungen Burschen entdeckt, der sich dafür eignet, ein Tonträger zu sein, der trägt mir die Töne hinter. Nein, Quatsch! Heute gibt es doch keine Tonträger mehr. Das ist ja alles downgeloadet. Selbst die Leute gucken nicht im Fernsehen, sondern im Internet. So schaut's aus. Ist, ja. Wie siehst du generell die Situation, wie das sich alles verändert? Ja, das werden meine Eltern und Großeltern auch schon gesagt haben. Schrecklich. Es gibt keine Langspielplatten mehr, es gibt keine CDs mehr, alles wird downgeloadet. Damals waren die Downloads ja noch auf einem Asphaltstück, also auf einem runden Asphaltstück. Such mal im Auto den Schlitz für die CDs. Ja, genau, nicht einmal mehr CDs. Nein, solange die Musik dafür da ist, Menschen glücklich zu machen, ist es eigentlich egal, wo sie es herholen. Die Hörgewohnheiten haben sich auch verändert. Das rennt ja keiner mit einem Grammophon um dumm oder mit einem. Das hat sich ja bei uns schon verändert. Da gab es die Kassettenrekorder, die Walkmänner gab es damals. Und das brauchen wir jetzt alles nicht mehr, weil jeder hat ein Handy fast implantiert. Wir mussten, wenn man sich daran erinnert, noch spulen, wenn es dann wieder das Band reingewickelt hat. Ne? Ja. Nein, das hat sich alles erledigt. Solange die Musik das bei den Menschen auslöst, was es jetzt noch tut, ist alles in Ordnung. Und vor allem die Live-Auftritte, das ist ja Lebenselixier. Letzte Frage noch, wann entspannst du, wenn du jetzt mal keine Auftritte hast und wo geht's hin, so urlaubmäßig? Ich entspanne, wenn meine Frau mich zum Auftrittsort fährt und ich nach einer halben Stunde frage, wo fahren wir heute eigentlich hin? Da entspanne ich. Dann entspannst du, okay.
Alles klar. Dann wünschen wir dir alles, alles Gute und für heute Abend einen tollen Auftritt. Gewohnt, wie immer, Stimmung ist angesagt. Ja, das macht der Marc Pircher schon. Da kann ich dann die schönen, ruhigen Schlager singen. Wir teilen uns das auf. Ja, alles klar. Andi, ich danke dir. Mach's gut und freue mich auf ein Wiedersehen. Servus. Super. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.